Nach hunderten fehlgeschlagener Experimente war der 348. ein voller Erfolg. Zings war geboren. Zings nutzt ihr Mana, um extrem widerstandsfähig zu werden und bei Gegnern Schaden über Zeit zu verursachen. Nutze dafür Karten, die deinen Mana und deine Widerstandskraft erhöhen. Katzenkralle verändert Zings Standardangriff so, dass sie beim Gegner einen Schaden über Zeiteffekt verursachen. Es können sogar mehrere dieser Effekte gleichzeitig aktiv sein, solange dieses kleine Kätzchen ihre Standardangriffe trifft. Ein Stapel ist dabei vielleicht noch nicht tödlich, aber wenn du mehrere auf den Feind platzieren kannst, dann wird auch dieser schnell seinen Wunden erliegen. Querschläger ist eine gezielte Fähigkeit mit einmaligen Eigenschaften. Nachdem das Geschoss ein Ziel getroffen hat, sucht es sich innerhalb eines kleinen Radius ein neues Ziel, wobei der Getroffene ebenfalls betäubt wird. Anschließend kann es sogar erneut überspringen und dabei jeden getroffenen Gegner länger betäuben als den vorigen. Die Anzahl der Sprünge hängt vom Level der Fähigkeit ab. Mit gefährlicher Medizin kann Zings eine verheerende Energiewelle aussenden, die bei allen Gegnern im Bereich Schaden über Zeit verursacht. Je länger diese Fähigkeit aufgeladen wird, desto größer ist die Reichweite der Welle. Gefährliche Medizin ist Zings wichtigstes Werkzeug, um Wellen von Untertanen zu bekämpfen und macht ordentlich Schaden, wenn der Gegner zu lange darin stehen bleibt. Abschließend gibt es noch das Ultimate, unreine Heilung, das eine aktive und eine passive Komponente vereint. Bei Aktivierung verbraucht sie Mana, um sich sofort in Höhe von 50% jeglichen erlittenen Schadens zu heilen. Der Passiveffekt verleiht Zings zusätzliche Mana-Regeneration, die mit jedem Prozent fehlenden Manas steigt. Unreine Heilung kann Zings sehr widerstandsfähig machen, wodurch sie im Kampf unheimlich viel Schaden auf sich ziehen kann, solange sie dafür genügend Mana hat. Zings ist auf sehr viel Mana angewiesen, sowohl um Schaden einzustecken als auch auszuteilen. Beim Spielen mit Zings müsst ihr erlittenen Schaden, ausgeteilten Schaden und die Mana-Regeneration des Passivseffekts perfekt im Balance halten. Gelingt dir das nicht, wirst du kein Mana für deinen Schutzschleier übrig haben. Und wer im Gegensatz zu viel Schaden absorbiert, hat kein Mana mehr für Schadensfähigkeiten. Daher ist die Balance so unglaublich wichtig, um deine Feinde nach und nach zu überwältigen. Und immer schön den Mana-Stand im Auge behalten, hast du nicht genug Mana, um für Schaden zu bezahlen, bezahlst du mit deinem Leben. Und nun reiße deine Feinde in Fetzen mit Zings.